Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im August war ich in Schleiz in Thüringen. Das Krankenhaus dort wurde Ende August geschlossen. Die nächste Notaufnahme ist nun eine halbe Stunde entfernt. Karl Lauterbach sagt zu Schleiz, ich zitiere, die Schließungen jetzt sind nur ein Vorgeschmack. Wahlergebnis Schleiz, AfD 42%, SPD 3%, Grüne 1%, FDP 1%. Sie schaufeln sich mit Ihrer Politik Ihr eigenes Grab, und die AfD wollen Sie nur verbieten, weil das die einzigen sind, die Ihren Kahlschlag Deutschlands verhindern können. Jede Krankenhausschließung im ländlichen Raum kostet Menschenleben. Sie haben noch vor kurzem willkürlich jedes Grundrecht eingeschränkt mit der Begründung, dass jedes Menschenleben zu retten ist. Und jetzt sind Ihnen Menschenleben völlig egal. Mit jeder Krankenhausschließung auf dem Land sterben jedes Jahr Dutzende Menschen, weil die nächste Notaufnahme plötzlich 10, 20 oder 30 Kilometer weiter entfernt ist. Bei Schlaganfällen oder Herzinfarkten, wo es um jede Minute geht, ist das eine Frage von Leben oder Tod. Nein, das sind die Fakten, das ist keine Verdrehung von Tatsachen, sondern das sind tatsächlich die Fakten, und es wäre gut, wenn die SPD sich damit auch mal beschäftigen würde. Der Staat hat nämlich Rekordeinnahmen, aber für die Bekämpfung echter Probleme gibt es von Ihnen kein Geld. Die Regierung plant eine Krankenhausreform, gemäß der die Krankenhäuser 5 Milliarden pro Jahr mehr bekommen sollen. Die Hälfte davon soll von den Ländern kommen, woher genau, weiß kein Mensch, und die andere Hälfte soll von den Krankenkassen kommen. Kein Cent aus dem Bundeshaushalt für die Krankenhäuser, trotz Rekordeinnahmen, stattdessen lieber eine weitere Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Der völlige Wahnsinn, den Menschen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen für die eigene verfehlte Politik. Die meisten Bundestagsabgeordneten zahlen davon natürlich nichts als Privatversicherte. Fangen Sie doch endlich mal an, Politik für die Menschen zu machen, anstatt immer nur für sich selbst. Erste Krankenkassen begründen übrigens Beitragserhöhungen schon mit dem Zuzug der Ukrainer. Und zwar zu Recht, denn jeder Bürgergeldbezieher kostet die Beitragszahler monatlich über 200 Euro. Macht für über 700.000 Ukrainer im Bürgergeldbezug 2 Milliarden pro Jahr. Zudem sorgen die Ukrainer auch für deutlich längere Wartezeiten beim Arzt, denn als Bürgergeldbezieher fallen sie in die Budgetierung. Das heißt, für jeden Ukrainer, der vom Arzt behandelt wird, wird ein Deutscher weniger behandelt. Das alles ist nicht die Schuld der Ukrainer. Für diese irre Politik ist nur einer verantwortlich, nämlich die Bundesregierung. Dass Ukrainer Bürgergeld mit dem Porsche abholen, während deutsche Rentner Mülleimer nach Pfandflaschen durchwühlen, ist irre. Dass schwerkriminelle Afghanen 1.000 Euro geschenkt bekommen, während immer mehr Deutschen die Zähne wegen horrender Zuzahlungen vergammeln, ist irre. Dass wir neue Radwege in Peru finanzieren, während in Deutschland die Brücken einstürzen, ist irre. Diese gesamte Politik ist irre. Wir geben Abermillionen für die Bekämpfung von Krankheiten in Afrika aus, während in unseren Apotheken hunderte Medikamente fehlen. Wir finanzieren Infrastruktur überall auf der Welt, während unsere Krankenhäuser reihenweise in Insolvenz gehen. Ukrainische Pflegekräfte in Polen locken wir mit dem Bürgergeld nach Deutschland in die Arbeitslosigkeit, während hierzulande Zehntausende Pflegekräfte fehlen. Diese Regierung ist eine einzige Katastrophe für Deutschland. Die Wartezeiten bei Ärzten liegen für Kassenpatienten teilweise bei über einem Jahr. Doch statt endlich die Budgetierung aufzuheben, legalisiert die Bundesregierung lieber Drogen. Selbst damit schaden sie Patienten. Ihr Gesetz hat einen regelrechten Ansturm der Kiffer auf Cannabisrezepte ausgelöst. Dadurch ist Medizinalcannabis knapp, und Schmerzpatienten, die tatsächlich auf Cannabis angewiesen sind, bekommen das für sie wichtige Medikament nicht mehr. Die Bundesregierung feiert Drogenpartys auf dem Rücken schwerkranker Patienten. Schämen Sie sich! Die Zahl der Gewalttaten in deutschen Krankenhäusern ist massiv gestiegen. Nahezu jeder Mitarbeiter in der Notaufnahme hat schon Gewalt erfahren. Vor kurzem haben Sie alle hier dem Krankenhauspersonal laut Beifall geklatscht. Aber jetzt, wo diese Menschen Sie brauchen, lassen Sie sie im Stich. Auch bei der Terrorbekämpfung. Denn es sind die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die Überstunden schieben und versuchen, Opfer zu retten nach Attentaten wie am Breitscheidplatz oder in Solingen. In Bezug auf die Täter habe ich einen heißen Tipp für Sie. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass jemand, der Schweinefleisch isst, einen Terroranschlag begeht. Dass diese Regierung hier
keinerlei Anstand hat, zeigt sich übrigens nicht nur der vorliegende Haushalt, sondern das beweisen auch die RKI-Protokolle. Das Robert-Koch-Institut hat im Februar, im März, im Mai und im August 2021 darauf hingewiesen, dass es keinen Fremdschutz durch die Impfung gibt. Das war noch vor der Bundestagswahl, wo Sie alle versprochen haben, dass es keine Impfpflicht geben wird. Trotzdem haben Sie danach mit dem Argument des Fremdschutzes, obwohl Sie wussten, dass es den Fremdschutz nicht gibt, versucht, eine allgemeine Impfpflicht zu erzwingen. Sie haben im Gesundheitswesen und bei der Bundeswehr Hunderttausende gesunde Menschen zur Spritze genötigt. Das, meine Damen und Herren, war nicht nur ein brutaler Angriff auf das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, sondern es war auch ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex und die Menschenrechte. Es wird höchste Zeit, dass die Verantwortlichen, allen voran Minister Lauterbach und Kanzler Scholz, dafür vor Gericht gestellt werden. Ich verspreche Ihnen, viele Menschen, die Sie mit 2G und 3G genötigt haben, denen Sie versucht haben, gegen ihren Willen einen unausgegorenen Impfstoff zu spritzen, die werden nicht eher ruhen, bis die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Wir vergessen nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Sichert.